Bist du nicht Peter Blum, der großartige Schauspieler? Der angehende Schauspieler. Oh, Peter, ich bin Caro. Hi, Caro. Ich möchte unbedingt was mit Theater studieren, aber ich habe keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gibt. Tja, da geht's dir wie den meisten. Bei uns kannst du dich zwischen 8 Studiengängen entscheiden. Was? 8 Studiengänge? Ja. Wir sind ja schließlich die größte Ausbildungsstätte für Bühnenberufe im deutschsprachigen Raum. Aber wie soll ich denn da bitte eine Entscheidung treffen können? Du musst einfach Akademie erleben. Komm mit. Ja. Hi Maxi. Hi Peter. Caro hier will unbedingt was mit Theater machen, weiß aber noch nicht was. Was machst du denn in der Akademie? Also ich studiere im 3. Semester Maskenbild. Welcher Arbeitsbereich interessiert dich am meisten an der Maske? Ich mag super gern Spezialeffekte. Okay, und deine Kollegen hier, die machen ja ganz andere Sachen. Was kann man hier alles machen? Genau, der Master, die modellieren gerade ihre Clay-Skulpturen. Und da drüben sind die Elsties, die machen gerade eine Make-up-Probe für ein Pop-Art-Projekt, das sie gestartet haben. Und wofür ist das dann? Das zeigen sie dann am Tag der offenen Akademie. Ah, das ist geil. Das ist Caro und hat ein paar Fragen an dich. Mhm. Ja, ich würde dich gerne fragen, was du da gerade einliest. Wir machen einen Radiobeitrag tatsächlich für Radio München. Venedigs sind hinter seinem Reichtum her. Manche gehen in Radiosender, zum BR zum Beispiel, oder viele dann auch aber in die Feuilleton-Redaktionen. Also wir machen auch ganz viel online, haben jetzt erst unsere Website gelauncht, www.kult-zeitung.de. Also es ist schon eher so, dass man sich die Gedanken dahinter macht, das Ganze dann in technischen Plänen festhält und dann an Leute weitergibt. Oft. Was muss ich dann machen, um dieses Studium zu beginnen hier? Du hast eine Mappenabgabe und hast eine praktische mündliche Prüfung. Und jetzt gerade macht ihr eine Arbeit zusammen? Was ist das? Gerade haben wir ein Projekt von Dramaturgen und Bühnenbildnern zusammen, ein Konzept zu entwickeln für eine Installation, die dann bei dem Tag der offenen Tür gezeigt wird. Cool. Also dann kann ich dann da hinkommen und mir eure Arbeit angucken? Davon gehen wir mal aus, ja. Hi, Bella. Hi, Peter. Hi, sorry, ich bin Caro. Und du bist Bella, du machst Musical. Genau, ich studiere Master hier im Musical. Sag mal, woran arbeitest du hier gerade? Ich arbeite gerade an den December Songs. Das ist eine Art moderne Interpretation von Schuberts Winterreise. Und das habe ich mit einem Regisseur von hier in einen szenischen Kontext gesetzt. Im Dramaturgiestudium macht ihr da auch andere Sachen? Macht ihr da auch praktisch Sachen Schauspiel oder Singen oder was in der Art? Ja, und zwar ist das eigentlich ganz schön hier an der August Everding. Wir haben neben dem theoretischen Unterricht beispielsweise Schauspiel, Gesang, Italienisch, Klavier und Sprechen. Kannst du mir sagen, was als Dramaturgin dann deine Aufgabe ist am Theater später? Was musst du da alles machen? Das kommt ein bisschen auch aufs Theater drauf an, wo man dann später landet. Man macht Nachbesprechungen und Vorbesprechungen. Man ist Ansprechpartner zu Textfragen fürs Ensemble, für den Regisseur. Ja, ja. Aber wer ist dein Lieblingsgegenwartsdramatiker? Wahnsinnig anstrengend. Aber es gibt mir auch so viel. Peter, raus. Du bist doch Regisseur. Ja. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du ein Stück machst? Ob das Stück mit mir was zu tun hat. Habt ihr eigentlich auch Schauspielunterricht? Die ersten 2 Jahre. Was für einen Charakter braucht man als Regisseur? Geil. Lernt ihr auch Schauspielführung? Sogar Chorführung. Was machst du gerade? Rauche. Und im Studium? Auch. Woher weiß ich, ob ich Schauspiel oder Regie studieren soll? Das musst du einfach nur ausprobieren. Und was möchtest du lieber machen? Theaterregie oder Filmregie? Gerne beides. Geil, weil wir brauchen noch ein Schlussbild. Hast du Lust, das zu inszenieren? Kann die Kamera fliegen? Kannst du fliegen? Ja. Dann los. Geil. Caro, du gehst auf die Bühne. Alle 8 Studiengänge auf die Bühne, bitte.
Schnitt, Kulturkritik, Dramaturgie, Musical, Bühnenbild, Maskenbild, Operngesang, Schauspiel, Regie und Musik.